So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Arafel. Was war das? Irgendwas ist explodiert und es ist früh am Morgen und ja, irgendwas ist passiert, wie ich vermutet habe. Es hat danach geklungen, als ob das Dorf unter Angriff wäre. Zur Hölle. Das ist eins nach dem anderen. Lass uns hier rausgehen. Oh nein, lass uns raten. Vampire. Und so wie es anhört, haben die sogar Ballisten oder irgendwie so Zeug. Oder Magie. Bei der Göttin, was ist los? Es sind tatsächlich Vampire. Das habe ich eigentlich nur nicht wirklich ernst gemeint im letzten Part. Es war ein Vampirangriff. Aber warum greifen sie das Dorf an statt uns? Sie wussten, dass wir nach Orlean kommen. Sie sagten Miranda... We told Miranda as much before Tiam took me in. Wir haben Miranda so viel erzählt, bevor sie mich da runtergeschleppt hat. Können sie nach den Seelensteinen her sein? Wir wissen nicht, warum Asari sie gewollt hätte. Nun, was auch immer der Grund ist, sie sind hier. Lasst uns sie stoppen. Richtig. Sollen wir die Bewohner vielleicht... Nö, die fighten ihr eigenes Spiel. Okay. Achso, ja, die blockieren hier den Weg. Sie gehen alle zum Tempel. Es ist nichts von Wert da, außer die Seelensteine. Lasst sie uns töten. Welche diplomatische Lösung, liebe Lita. Ach, guck mal, eine Händlerin. Diese drei Vampire scheinen, als ob sie irgendwas Wichtiges tragen würden. Versucht ihr sie zu stoppen? Kauft lieber mal Equipment bei mir. Okay, du hast trotzdem nur die +4 Sachen. Aber wir können ja noch die Mage Armor verkaufen. Zwei Diamonds. Wann haben wir denn zwei Diamonds gefunden? Oh Gott, egal. Und die Holy Dings da. Holy Dings da, so heißt es, genau. So, und auf geht's. Holen wir uns die 5. Artefakte. Und danach machen wir, glaube ich, ein paar Sidefests. Oh nein, tote Menschen. Ach. Was mit dem Hohen Rat? Die Wache steht da einfach oben und macht gar nichts. Okay, instant weg. Wow. Wir rushen einfach durch. Oh nein, eine... Warte. Ist es nicht der, der uns die Quest aufgegeben hat? Aber wir konnten noch gar nicht ins Holy Land. Oder kommt er noch? Klar, sie lebt noch. Doreen, ich bin so froh, dass ihr sich in Sicherheit seid. Ja, und total unverletzt. Guck mal, keine Narben und keine Blutspuren. Es gibt so viele von ihnen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Maurice, du bist verletzt. Es ist nichts, nur... Ein Kratzer, so einfach komplett übers Auge und ein bisschen am Mund. Mir geht's gut, aber die Vampire kamen wegen den Seelensteinen und haben unsere Akolyten gekillt. Wohin haben sie sie gebracht? Ich weiß nicht. 4 sind nach oben gegangen. Ich sehe die anderen nicht. Dann lass uns sehen, ob wir sie aufhalten können. Und hoffen, dass, ja, wir sie aufhalten können. Okay! Ich hoffe, das war jetzt nicht der Questgeber. Ich wollte eigentlich noch die Quests machen. Okay. Gucken wir mal, sind die vielleicht in den Unterrichtsräumen? Nö. Gut, nochmal ein Stockwerk höher. Sind die vielleicht in diesem Raum? Nein? Sind die alle auf dem Dach? Wirklich? Oh ja, tatsächlich. Okay. Hallo, Vampir. Nicht so schnell, Kind. Nicht so schnell? Ich bin hier, um euch zu bekämpfen. Ich will nicht irgendwo hin. In der Tat, ich habe gehofft, wir würden uns hier wiedersehen, kleines Mädchen. Wir haben die Soul Stones schon. Und jetzt den Ringträger. Und jetzt fällt uns der Ringträger direkt in den Schoß. Was für ein Glücksfall. Lord Nash wird erfreut sein. Nash. Nun, nachdem ich mit euch drei fertig bin, könnt ihr ihm sagen, ich werde nicht denselben Fehler zweimal machen. Nächstes Mal, wenn ich ihn sehe, werden wir finishen, was wir gestartet haben. Du hast bald die Chance... ihm zu erzählen. Okay, 3 Vampire. Ja, dann geht doch ganz klar ein Zyklon? Ich weiß nicht, okay, wow. Shadowblaze 3. Was? Oh, okay. 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 Die sind ernst zu nehmen. Lita? Mach Sunlight Fury.
Doreen, ich wollte eigentlich Confused machen. Ah ne, no CC, okay. Dann macht er mal ein Heal All. Das war ganz gut. Adrian macht Reflection. Das brauchen wir. Herrlich. Okay, und sie macht Lightning. Nee, Feuer natürlich, ganz klar. So, und sie macht nochmal Sunlight. Nee, sie macht... Dieter macht erstmal einen normalen Angriff gegen Azathel. Doreen, Confuse, Heal All, Heal dich selber, Magic Empowerment, Song of Elves. Machen wir erst ein Lied der Elfen. Oh, die gehen voll auf Serie. Alter, was für Bastarde. So, Adrian hat noch eine Mark. Zyklon, der Zyklon bringt nichts. Okay, Stun ist... Wir machen Power Strike. Bam! Können wir vielleicht auch noch die Skills einmal upgraden? Den Skill wollte ich eigentlich nicht. Lita, er blutet, okay. Piu. Au. Doreen, du bist als nächstes, wenn du noch lebst, mit der Heilung dran. Nochmal. Okay, jetzt ist er tatsächlich mal nützlich. Adrian, macht den Bleed-Effekt auf Vampir. Und sie macht einfach nochmal Fire. Bam! Alter, dieser Schrei. Okay, sie heilen sich. Sunlight Fury, Multishot. Ne, Sunlight Fury. Ein Vampir ist dann tot. Bam. Ne, zwei sind... Hä? Was macht denn der oben? Der chillt sein Leben. Magische Verstärkung auf Serie. Ja, stellt ein bisschen Mana her. Ich probiere es nochmal mit Fire. Okay. Oben nimmt tatsächlich noch Schaden. Dann machen wir dich nochmal und Sunlight Fury. Kapiu! Bing! Ja, easy. Mhm. Mm. 5 Essenzen! Na, ich hatte recht, sich Sorgen zu machen, Lita. Es scheint, du hast die Magie gemeistert, die in diesem Ring steckt. Aber ich bin nicht wegen dir hier. Wir haben die Zeit gekauft, die wir gebraucht haben, um die Flucht für die Soulstones vorzubereiten. Au! Oh, diese blöden Tricks. Ach, er ist weggekommen. Vielleicht können wir trotzdem ihre Träger erwischen. Aber erstmal Level Up, ganz, ganz gediegen. Doreen, mach mal Int. Vielleicht verstärkt er doch seine Zauber, ich weiß es nicht. Okay. Gucken wir mal. Ach, kein Zeichen von ihnen. Die Seelensteine sind weg. Was sollen wir jetzt tun? Was können wir tun? Wir wissen nicht, wo sie hingegangen sind. Azari hat gesagt, du sollst sie im Heiligen Land treffen, nicht wahr? Das ist, wo wir als nächstes hingehen sollten. Ich habe ein Gefühl, die Vampire wollen uns, dass wir ihnen folgen. Ich stimme zu. Was auch immer es ist, die Vampire wollen die, weswegen die Vampire die Soulstones wollten. Unsere Sorge sollte nun sein, Azari zu finden. Die Dämmerung bricht an. Und der Angriff auf den Tempel scheint vorbei zu sein. Lass uns helfen, wo wir können, und dann weitermachen. Okay, ich hoffe, Azari wird wird's gut gehen. Auf zum Heiligen Land. Ja. Das klingt nach einem Plan. Wo sind denn die Quests? Elfengard? Ja. 4 Quests. Und 9 Essenz. Ah, Moment. Crafting. Wenn wir schon die 9 Essenz haben, dann machen wir jetzt die Heartsong Eggs. Yeah. Und dann brauchen wir nochmal 3 Essenzen. So, Adrian, du kriegst eine neue Axt für dich. Dann kannst du auch endlich mal was Sinnvolles tun. Mit den Seelensteinen in ihrem Besitz kehrten Azathel und die überlebenden Raiders. Oh, scheiße, ist schon weg. Verdammt, zurück zum Lager. Zum Geheimpunkt. Den wir ja theoretisch eigentlich auch noch untersuchen könnten. Zölle, jedes Mal, wenn wir rausgehen, setzen wir unser Leben aufs Spiel. Ich stimme zu, wir... Paramon, du bist schon hier? Ich hätte nicht erwartet, dass ihr vormorgen früh ankommt. Ich will nicht undankbar klingen, Boss, aber wir wurden voll gerackt. Wir können so nicht mithalten. Ja, dieses kleine Gör wird stärker jedes Mal, wenn es uns begegnet. Nash's Plan muss besser funktionieren.
Wir werden sehen. Jetzt ist es unsere einzige Option. Wir werden die Seelensteine zurück zu Nash bringen. Verspäten damit, dass sie das Lita, das letzte Artefakt der Kraft bekommt. Und arbeiten an einem Plan, um sie in der Zwischenzeit zu töten. Du denkst wirklich, Nash weiß, wie man uns heilen kann? Ich habe mich daran gewöhnt, wundervoll als Vampir zu fühlen, aber jetzt? Nun, wir gehen lieber zurück in den Untergrund. Die Sonne startet. Ja, die Sonne kommt schon wieder hoch. Ich befürchte, ich habe andere Pläne für die Soulstones, Azathel. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Baruman, was machst du? Eine Heilung. Die größte Quelle der Kraft zu verschwenden. Diese Welt wird, die Welt je kennenlernen wird. Nash ist ein Narr. Und so ist jeder, der die Geschenke wegwerfen will, die ich euch gegeben habe. Ich werde das nicht erlauben. Was? Worüber redest du? Die Sonne kommt hoch. Lass uns gehen, Baruman. Wir können das ausdiskutieren, wenn... Ich werde die Seelensteine nehmen und sie für ihren... Ja. Dafür, wofür sie gemacht sind, verwenden. Sie öffnen den Weg zu Eldrinor. Aber zuerst müssen sie mit einer reinen Seele energetisiert werden. Hä? Du wirst uns dafür benutzen? Ich befürchte, deine Seele wird dafür nicht reichen. Aber... But take some solace in knowing that... Aber ich werde den Sonnenstein gut verwenden. Ich hab den jungen Adrian mit einen Grund gegeben, mir Dians Ring zu besorgen. Und das war nicht, um euch zu heilen. Baruman, warte! Viel Spaß in der Sonne. Du Bastard, komm zurück hier! Oh. Baruman! Okay. Und die brutzeln einfach noch so ein bisschen vor sich hin. Gut, 2 Vampire weniger. Oder 3, besser gesagt. Okay. Und voll die happy Musik. Also, hier sollten zwar überall Leichen liegen, aber voll die happy Musik. Jeder freut sich. Ist unser Questgeber noch da? Oder wieder? Oh. Sind sie weg? Hey, du hast das Blut weggewischt. Bei der Göttin, so viele Tote. Sie sind weg. Bist du verletzt? Nicht schlimm. Dieser Tempel wurde noch nie davor angegriffen. Wie verzweifelt sie sein mussten. Was auch immer ihr Plan ist. Ich verstehe es nicht. Ich nehme an, sie werden nicht zurückkommen. Aber, also zumindest für jetzt. Trotzdem, erhaltet eure Verteidigung. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Aber zum Glück geht es dem Kätzchen noch gut. Wir werden. So viele sind gestorben. Ich frage mich, wie viele es nicht mussten. Bitte seid sicher, Doreen. Alle von euch. Wir haben genug gute Leute verloren. Ich will nicht noch mehr verlieren. Lass uns ins Heilige Land gehen, Lita. Wir haben die Seelensteine verloren, aber vielleicht können wir ihren Nutzen verhindern. Richtig. Wo ist mein Questgeber? Ah, ja, wenn ihr... Okay, da ist er. Dem geht's noch gut. Er hat sich einfach als Säule getarnt. Ich will vorbei. So. Dann können wir jetzt theoretisch nach Eldrinor. Ganz theoretisch. Aber ich will auch einmal noch kurz zum Teleportkristall gucken. Also, zum Holy Land. Ja. Da waren wir noch nicht. In Eldrinor waren wir nicht. Silvara? Glaubt da auch. Ich glaube, da waren wir auch nicht. Okay. Aber ich will jetzt erstmal noch in die Orkards. Weil ich jetzt endlich diese blöde Mimik besiegen will. Also zumindest im nächsten Part. Ja, Cliffhanger. Ich laufe jetzt noch kurz hin. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ihr wisst ja alle, wo das ist. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part, bis zur Mimik. Ich hoffe, diesmal kriegen wir sie endlich hin, weil es kann doch nicht sein, dass die einfache Mimik so spät kommt und die schwere hier ist. Also wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Macht's gut. Ciao.